Hallo und herzlich willkommen auf der Froscon 2021. Unser nächster Talk hat Alexander Schwarz vorbereitet zum Thema Brot selber backen. Diejenigen, die gerade bei YouTube unterwegs sind, bitte geht auf live.froscon.de, dort in den HS12 und dort unten links gibt es die Möglichkeit, Videokonferenz zu klicken, um in den Big Blue Button zu kommen. Für diejenigen, die im Stream sind, auch bitte in den Big Blue Button zu kommen, weil man bitte Fragen im Chat stellen kann und auch über Mikro stellen kann und dieser Talk sehr interaktiv gestaltet ist. Ich wünsche euch viel Spaß und ja, Alex, viel Spaß. Dankeschön, Urmel. Danke für die Einleitung. Auch von mir ein herzliches Willkommen zum Vortrag Brot selber backen, wenn ihr einfach nicht beim Bäcker in der Schlange stehen wollt. Ich bin, ja, wenn ich nicht gerade Brot backe, Softwareentwickler und IT-Architekt. Softwareentwickler irgendwas mit Java und Vue.js Frontends und Kubernetes. Als Architekt versuche ich Teams zu unterstützen, dass sie gute Entscheidungen treffen und auch mal was wagen, Experimente machen, neue Sachen ausprobieren. Aber heute geht es ums Brotbacken und ja, habe ich ein bisschen was mitgebracht. Lass uns da mal gemeinsam reingucken. Und gerne interaktiv Fragen stellen im Chat, da sind wir gut vorbereitet. Wie bin ich zum Brotbacken gekommen? Es ging mir darum, ich wollte nicht mehr länger anstehen beim Bäcker. Also vor der Pandemie war es so, da konnte man auch am Sonntag seine Brötchen bestellen und beim Bäcker und dann konnte man die auch vorher bezahlen. Man hat die einfach nur sonntags rausgeholt, alles prima und mit der Pandemie war auf einmal eine lange Schlange da und man musste sich anstellen. Mit dem Vorbestellen war irgendwie schwierig, weil immer nur einer rein durfte. Haben wir erst angefangen, Brötchen zu backen und irgendwann auch angefangen, Brot zu backen. Dann, ja, da gibt es einfach ja, viele Möglichkeiten, je nachdem, wie viel Zeit man mitbringt. Ich habe heute so ein paar Beispiele dabei und man kann dann auch ganz viele verschiedene Brotsorten zu Hause backen. Man kann verschiedene Mehlsorten ausprobieren, man kann Körner reinschmeißen. Auf Wunsch ist es dann auch voll Bio, was man da backt. Und das ist immer frisch, also an Wochenenden, an Feiertagen. Und man hat auch die Wahl, ob man viel Zeit mitbringt für so ein Krustenbrot. Was ich euch heute zeigen werde, da fängt man an, am Tag vorher schon an, ein paar Sachen vorzubereiten. Oder ob man wirklich nur eine Stunde Zeit hat, das zeige ich euch dann am Ende. Wenn man nur eine Stunde Zeit hat, mal eben schnell ein Brot zu backen. Ja, und da wir haben natürlich ein paar Sachen vorbereiten müssen, fangen wir am besten gleich an. Wir fangen schon mal an, hier den Teig vorzubereiten. Was braucht man dafür? Man braucht eine Schüssel, man braucht eine Waage und wiegt halt Mehl ab. Bei mir sind so Brote in der Regel so 400, 500 Gramm Mehl immer drin mit einer passenden Menge Wasser, je nach Rezept. Und genau, das machen wir am Abend vorher. Bei mir ist es in diesem Fall jetzt hier Dinkelmehl, mit dem ich hier backe. Mischung aus Vollkornmehl und nicht Vollkornmehl. Ihr seht, es staubt hier ein bisschen bei mir in der Küche. Und was kommt dann so Brot noch rein? Mehl, Salz und Hefe. Hier wiege ich die Hefe in so ein bisschen so einer Feinwaage ab, damit es dann wirklich genau 10 Gramm sind. Bei Hefe denkt man noch, bei Salz ist es immer so 10 Gramm, ist okay. Aber wenn ich hier mit Trockenhefe backe, dann ist so ein Viertel Teelöffel Trockenhefe. Sodass ich da auch im Überlegen bin, ja, wie sieht jetzt eigentlich ein Viertel Teelöffel Trockenhefe aus? Und von daher sind das eben, ja, machen entsprechend auswiegen 0,6 Gramm. Ja, das ist schon wieder ein bisschen viel. Und dann kann man das einfach viel besser abwiegen. Und ja, einmal trocken mischen. Und wenn man dann trocken gemischt hat, kommt dann als nächstes das Wasser dazu. Habe ich hier schon mal vorher abgemessen und da ist ein Dinkelbrot, es kommt dann immer noch ein bisschen Säure dazu. Also je nach Rezept ist es dann vielleicht ein Esslöffel Zitronensaft oder ein Esslöffel Essig, der da mit reinkommt. Einmal umgerührt, dazugegeben in die Schüssel und ja, rühren. Manche würden da jetzt, ja, in manchen Rezepten steht drin, immer auf alle Fälle einen Holzlöffel nehmen oder ja, manche haben ihre Küchenmaschine, aber gut, es reicht einfach, wenn man hier mischt, dann kommt ein relativ klebriger Teigball raus und dann stellt man das am Ende in die Ecke. Also wirklich viel kneten muss man bei diesem Teig gar nicht. Denn was wir hier machen, ist ein Nicht-Knetbrot oder im Englischen No-Knead-Bread. Der hört sich so ein bisschen besser an im Englischen. Und dann, wie gesagt, ist der Teig hier, gleich sollte es soweit sein. Dann relativ flüssig, alles fertig, fertig gerührt, fertig gemischt. Und dann kommt er in die Ecke und ja, bleibt da über Nacht, so sagen wir 18 bis 20 Stunden irgendwo in der Ecke stehen und geht so vor sich hin. Die Hefe tut ihre Arbeit und genau. Das heißt, dann ist schon mal eine Nacht rum. Und im nächsten Schritt geht es dann weiter, dass der Teig nochmal gedehnt wird. Und das Ziel ist es jetzt, den Teig in so ein Gärkörbchen reinzubringen, wo er dann noch ein bisschen gehen kann. Und dann, was uns dabei hilft, ist so eine Teigkarte, die man da unten rechts so ein bisschen am Bildschirm sieht, mit der man sowas dann eben ja, dehnen kann und ein bisschen formen kann, sodass einem der ganze Hefeteig nicht so an den Händen klebt. So, jetzt, wie gesagt, die Nacht ist rum und der nächste Tag ist schon lange angebrochen. Jetzt geht es darum, den nächsten Schritt zu gehen mit dem Brot. Und ich mache das bei mir so auf so einer Holzplatte, die habe ich bei mir in der Küche, damit ich ein bisschen diesen ganzen Mehlstaub ein bisschen einfangen kann. Und dieser Teig, der ist mal relativ schleimig, halt Hefeteig, relativ flüssig, der kommt so aus meiner Form raus, da hilft auch schon der Teigschaber, oder die Teigkarte, um ganz genau zu sein, um es dann aus diesen Rundungen rauszukriegen. Und ja, dann muss der Teig einmal gedehnt werden. Ist endlich raus. Ja, und am besten erstmal nicht anfassen, wie gesagt, das klebt einfach nur, ist halt Hefeteig. Unten ist das Mehl, da kann man den wunderbar aufdehnen. Und die ersten Versuche sehen immer ein bisschen hilflos aus bei mir. Und dann halt immer die untere Seite nach oben schlagen, sodass halt die oberen klebrigen Seiten zusammenpappen. Und dann wendet man den Teig ein bisschen. Und dann dehnt man den nochmal in die jeweils andere Richtung. Das macht man so 2-3 Mal. Und dann geht es entsprechend weiter. Genau, oben wieder die klebrige Seite, unten die mehlige Seite, wieder einmal zusammengefaltet. Und gut, man muss halt ein bisschen Mehl immer nehmen, ansonsten geht das nicht, ansonsten bleibt der Teig auf dem Brett kleben. Wenn man zu viel Mehl nimmt, dann gibt es eher Mehlnester im Brot, die möchte man dann auch nicht haben. Von daher, jetzt merkt man schon, der Teig wird ein bisschen elastischer, nicht mehr ganz so klebrig. Jetzt mache ich es noch, wird er nochmal gedehnt, zusammengefaltet. Und das passiert jetzt noch ein letztes Mal. Und genau. Und jetzt ist es so, jetzt habe ich diese Naht oben und die kommt nach unten in das Gärkörbchen rein. Und jetzt muss der Teig dann nochmal 2 Stunden irgendwo in der ruhigen Ecke ein bisschen gehen. Durch dieses Dehnen sind quasi alle Luftlöcher einmal rausgegangen aus dem Teig. Jetzt bin ich schon wieder eine Folie weiter. Und während der jetzt nochmal 2 Stunden irgendwo geht, bilden sich jetzt wieder die kleinen Löcher sozusagen im Teig, im Brot später. Genau. Und der nächste Schritt danach ist, schon ein bisschen in die Zukunft geschaut, so soll das dann aussehen, das Brot später. Wir backen, also ich backe jetzt heute hier in einem Topf, in einem gusseisernen Topf. Und hier ist dann gerade so ein Brot, das ist glaube ich ein anderes Brot als dieses Mal hier. Schon aus dem Ofen raus, so soll es dann aussehen. Da hat schon eine richtige Kruste, eine passende Farbe. Und ja, jetzt lasst uns mal gucken, wie dann so die letzten Schritte sind, um hier zu dem Brot zu kommen. Ihr dürft, wie gesagt, gerne auch Fragen im Chat stellen. Können wir gerne zwischendurch drauf eingehen, was da so passiert, was da die Fragen sind. Genau, ja, 2 Stunden muss es ruhen, 19 Minuten später kommt aber schon mal der Topf ganz leer in den Ofen rein, wird mit vorgeheizt auf 250 Grad. Und wenn dann eine halbe Stunde später das Ganze vorgeheizt ist, dann sind auch die 2 Stunden um. Die 2 Stunden um die dann der Teig nochmal gegangen ist im Gärkörbchen, ist ein bisschen größer geworden. Und jetzt kommt immer die Stelle, von der ich mich am meisten fürchte, dass ich das kopfüber hineinstürze in den heißen Topf, dass das alles so klappt. Denn manchmal klebt es ein bisschen im Körbchen fest, muss halt Mehl rein. Manche tun auch ein Leinentuch rein, aber bei einem Weizen- oder Dinkelteig geht das in der Regel ganz gut, wenn man genügend Mehl reintut. Ist wieder eine halbe Stunde in die Zukunft gesprungen. Dann sieht man jetzt schon, das Brot hat seine passende Farbe. Ein bisschen bekommen, ist aufgegangen, ist oben aufgebrochen. Da, wo wir es zusammengefaltet hatten, so soll es aussehen. Und jetzt nochmal ohne Deckel in den Backofen, Temperatur ein bisschen runtergestellt. Und immer gut gucken, wie sieht es denn aus? Und nach 5 bis 10 Minuten später kommt jetzt aus dem Ofen raus. Klappe auf, Klappe zu. Und jetzt ist das Brot fertig. Aus dem Ofen raus, aus dem Topf rausgefallen. Und ja, jetzt haben wir hier unser Brot. Muss jetzt auch ein bisschen abkühlen. Hat eine Kruste von unten, von den Seiten, von oben. Ja, und ich hoffe, ihr habt alle schon Hunger bekommen. Genau. Das war jetzt unser Brot. Unser Brot ist fertig. Ja, bleibt noch ein bisschen rekapitulieren an der Stelle. Krustenbrot oder Expressbrot. Ich hatte jetzt die Videos gezeigt und ich sag mal so, ITler sind ja öfter mal so in Ablaufdiagrammen unterwegs. Krustenbrot in dieser No-Knead, Nicht-Kneten-Variante. Wie gesagt, da bekomme ich eine tolle Kruste, wie wir gesehen haben. Hatte für doch einige Schritte, die irgendwie in der richtigen Reihenfolge und mit dem richtigen Timing dann zu absolvieren sind. Teig mischen, 18 bis 22 Stunden ruhen, dehnen, wieder 2 Stunden ruhen, 30 Minuten mit Deckel backen, 10 Minuten ohne Deckel backen, fertig. Ja. Diese Planung, dass man am Tag vorher schon weiß, dass man am nächsten Tag ein Brot braucht, hat bei uns in der Familie nur manchmal. Manchmal ist es auch so, man hat nicht, ist dann doch mal eine Mahlzeit mehr Brot gegessen oder man hat einfach nicht gut genug geplant, sodass man einfach mal ein Brot braucht, was direkt fertig ist, sozusagen, was man direkt backen kann. Auch dafür gibt es Rezepte, tolle Rezepte im Internet. Eins habe ich euch heute auch mitgebracht. Das Expressbrot, was einfach schnell gebacken werden kann, was dafür keine solche knusprige und aufgebrochene Kruste hat, wie wir es da gesehen haben. Wo es einfach nur ist, mischen und 1 Stunde backen. Genau. Der Unterschied zwischen den beiden Rezepten ist, wenn man so recherchiert, also am Ende backen wir beides, sozusagen, wenn wir die Zeit haben und die Muße, gerne das Krustenbrot. McClecker, verschiedene Varianten. Und wenn wir einfach nicht gut genug geplant haben, das Expressbrot. Im Internet findet man halt verschiedene Varianten und Erklärungen, warum das Brot, was länger geht, dann gesünder ist. Es backt mit weniger Hefe, aber am Ende ist es mehr die ganze Gehzeit des Mehls und alles, was dazu gehört. Warum es am Ende vielleicht bekömmlicher ist oder wahrscheinlich bekömmlicher ist. Ja. Wer so etwas jetzt nachkochen möchte oder nachbacken möchte im eigentlichen Sinne. Achso, naja. Vergessen. Was hier überhaupt nicht dabei ist, Sauerteigbrot. Dafür müsste man noch mehr Zeit mitbringen als für ein Krustenbrot. Vielleicht möchte ja jemand später im Chat oder in der Diskussion noch ein bisschen was zu Sauerteigbrot-Experimenten teilen. Ich selber habe das halt noch nicht gemacht. Mein Bruder hat hier und da Sauerteig auch selber gehabt und gemacht. Aber das ist einfach, braucht noch viel mehr Zeit. Deshalb habe ich mich dann hier rangetraut. Genau. Aber lasst uns mal, wer sowas nachbacken möchte, müssen wir so ein Krustenbrot. Das Zubehör, was wir heute hier gesehen hatten, war irgendwie eine Teigkarte, ein Gärkörbchen, ein gusseiserner Bräter, vielleicht eine Feinwaage, um zumindest die Hefe abzuwiegen. Vielleicht brauchen wir die für was anderes auch noch sehr gut gebrauchen, so eine Waage. Vielleicht hat man sowas auch schon zu Hause. Genau. Und dann einfach Mehl, Hefe, Salz und ein bisschen kaltes Wasser. Danke, Mechthilde. Interessant findest du meine Falltechnik, ja. Vielleicht kann jemand da was Besseres. Also vielleicht aber noch nicht die Übung, aber das Falten funktioniert irgendwie. Zumindest das Brot sieht am Ende halbwegs aus. Und wer sowas nachbacken möchte, also ich bin selber ein Fan von GU-Kochbüchern. Und da gibt es eben das Rezeptbuch, das ist ein dünnes. Und ja, das ist am Ende vielleicht so ein kleines Buch. Es sind vielleicht 20 Rezepte drin zu verschiedenen Brote ohne Knete-Rezepten, auch sowas wie Brötchen sind, glaube ich, auch mit drin. Und ja, da ist am Anfang auch eine kleine Bildergeschichte drin, wie es mit dem Falten funktionieren soll. Ich habe es mir da abgeguckt, aber vielleicht geht es am Ende auch ganz anders. Und wer möchte, kann auch bei diesem großen Internethändler auch mal einen Blick ins Buch wagen, bevor dieses Buch kauft. Aber meine Empfehlung ist wirklich schön. Verschiedene Rezepte, verschiedene Mehlsorten, verschiedene Varianten. Da ist auf alle Fälle was dabei. Genau. Und Expressbrot. Ich habe auch so ein kleines Brot hier im Hintergrund mit drin. Da sieht man schon, das ist, hat zwar auch eine gewisse Bräunung, für den Geschmack ist es auch gut, aber halt keine solche ausgeprägte Kruste wie das andere Brot. Und das ist wirklich so, in diesem Fall hier in einer Brotbackform gebacken. Das ist eigentlich ganz normale Kastenform, aber mit runden Ecken. Geht das Brot am Ende auch prima wieder raus, weil das Brot auch so ein bisschen zusammenzieht. Genauso gut, wie es eben auch aus dem Topf rausging. Und da habe ich jetzt auch hier das komplette Rezept abgedruckt. Da kommt halt ein ganzer Würfel Hefe rein, 500 Milliliter Wasser, 500 Gramm Mehl, 2 Teelöffel Salz, auch wieder ein Esslöffel Essig. Wir sind hier auch wieder mit Dinkelmehl hier unterwegs, genau. Und dann halt Körner nach Wahl. Und ja, das Schöne ist, hier einfach mischen, also mit einem normalen Rührgerät einen sehr, sehr flüssigen Teig machen. Kann man zwar Knethaken ran tun, aber die kneten nicht wirklich. Es wird einfach nur gemischt. Ich kann ein bisschen aus dem Bild gehen hier. Und dann wird das in den kalten Ofen gestellt und bei 200 Grad Celsius Ober-Unterhitze eine Stunde gebacken. Am Anfang ist der Ofen halt noch kühl, wird nach und nach wärmer und dann ist es nach ungefähr einer Stunde fertig. Wie gesagt, Stäbchenprobe, dann weiß man auch, dass es durch ist. Also bei den ersten Malen irgendwann nutzt man auch kein Stäbchen mehr, wenn man oft genug in dem eigenen Backofen dieses Rezept gebacken hat. Genau. Von daher, ja, das ist der Ende des Inhalts sozusagen. Ich sag mal, viel Spaß beim Brotbacken. Ich hoffe, der eine oder andere hat vielleicht einen kleinen Impuls bekommen. Gerne Fragen, macht eure Mikros auf, kommt mit in unseren Raum hier. Das heißt, Jo, Gast hat gesagt hier, er hat ein paar Rezepte auf einem Blog von Lutz Geißler, im PlötzBlog.de oder seine Bücher, genau da. Ja, und meine Knettechnik scheint ganz anders als die Knettechnik von anderen Leuten zu sein. Okay, dann muss ich mir vielleicht noch mal Videos im Internet angucken. Aber wie gesagt, gerade dieses Falten ist halt sicherlich blog.de. Ah, okay. Cookies, was soll's, ich nehme sie alle. Genau. Netter Hinweis, prima. Werde ich mir auch nochmal anschauen. Ah, Sauerteig-Kurs-Stream. Ah, mal gucken, ob ich das nochmal irgendwann in meinem Leben mache, Sauerteig. Genau. Gut. Ja. Weitere Kommentare, Fragen? Chris erzählt was von Wildhefewasser. Davon habe ich noch gar keine Ahnung. Vielleicht möchtest du uns noch was dazu sagen. Das tippt. Ihr könnt auch gerne eure Mikros verwenden, indem ihr unten nochmal auf den Kopfhörer geht. Und dann könnt ihr auch über den Echo-Test Fragen stellen, wenn ihr wollt. Ein 12-Stunden-Rhythmus? Ah, okay. Ja. Also, man muss halt irgendwie abends anfangen. Also manchmal ist es halt so, direkt nach dem Abendbrot fange ich an, den Teig fürs nächste Brot zu machen. Dann am nächsten Tag fertig wird. Das wird so halbwegs fertig. Halbwegs rechtzeitig. Und manchmal muss man dann auch so vielleicht in seinen Terminkalender noch einen Blocker reintun, dass man dann sagt, hier, ich muss mal kurz 15 Minuten irgendwo in die Küche und an meinen Teig dehnen und dann nochmal eine halbe Stunde blocken. Ich habe sogar fürs Brotbacken es geschafft, meinen Backofen zu programmieren. Beziehungsweise zu sagen, hier, ich möchte dann und dann, dass der Backofen sich einschaltet, schon mal anfängt zu heißen, dass ich dann nur noch vorbeikommen muss, um dann das Brot einmal reinzustürzen. Naja, aber das ist irgendwie gut. Ich glaube, es kommen keine Fragen mehr. Von daher, ja, sage ich so, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, ich habe den einen oder anderen Impuls geben können. Ihr habt jetzt, ich denke mal, zwei verschiedene Varianten. Einmal das PlötzBlog, das GU-Buch, um Sachen auszuprobieren. Alles klar, vielen herzlichen Dank auch dir, Alex, für deinen leckeren Talk, nenne ich das mal so. Jetzt habe ich über Lust auf Brotbacken bekommen und würde gerne eine Scheibe Brot essen. Ich hoffe, das geht den anderen auch so. Genau, ich wünsche euch weiterhin noch viel Spaß auf der Froscon und bis zum Dex. Tschüss. Tschüss.